Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Digimon World DS. Ja, ich bin Shazam, immer noch, haha. Und ja, wir waren ja noch mittendrin beim Entscheiden, welche Farm ich nehme, Biest, Insekten oder Drachen. Und, ja, was nehme ich wohl? Ich habe keine Ahnung, was ich nehme. Ja, ich nehme dann jetzt einfach mal die Beast Farm. Bist du dir sicher über diese Digi-Farm? Ja, und ich weiß nicht mehr, wie ich ihn gesprochen habe. Es ist schon lange her, dass ich es gespielt habe. Ja, und ich nehme sie jetzt einfach, diese Digi-Farm. Yes, I am. Ja. Gut, ich sende dir die Gefahren, die du ja, gewählt hast. Mach, so, sei sicher, dass du sie später checkst. Ja, danke. Von diesem Punkt an kannst du 4 die Gefahren besitzen. On top of that und obendrauf von da an auf das. Kannst du Farmen im Farmshop kaufen. Kaufe die Farms, die du likest, die du magst. Und trainiere so viele Digimon, die du wie du kannst. Ja, ich verstehe. Ja, verstanden halt. Nun für den Haupttopic. Da du jetzt ein Bronze-Tamer bist, werden dir sogar noch stärkere Digimon gehorchen. Still doesn't make a great. Es macht trotzdem keinen großen Thema jetzt. Ja. Du musst höher zielen. Ja, als ob ich jetzt schieße. Bams. So, lass mir dir sagen, was du brauchst. Um ein Silber-Tamer zu werden. Ja, bitte sag, bitte tu. Kein Grund zur Sorge. Es ist nicht schwer. Du musst einfach nur eine Aufgabe fertig machen. Was für eine Art von Aufgabe? Ehrlich, hier ist ein fehlender Junge. Also es wird ein Junge vermisst. Vermisst? Ja, his Name. Ja, sein Name ist Phil. Oh nein. Er ist kein Tamer, er ist ein Digimon-Untersucher. Ich hasse den Boss, der dann jetzt kommen wird. Und scheiße, übersprungen. Aber plötzlich konnten wir ihn nicht mehr lokalisieren. So brauche ich dich, damit du ihn findest. Und bring ihn zurück zu Central sicher. Bring ihn sicher zurück zu Central. Verstanden, ich gehe und schaue nach ihm. Ich wünsche dir Glück und eine sichere Rückkehr. Oh, ups, ich habe fast was sehr Wichtiges vergessen. Du musst deine Digifarm benennen. Oh Mann, das kommt jetzt natürlich sehr spät, ne?
Nicht V, ich will W. Ich nenne sie War Farm. Ja. Meine erste Farm heißt Black, meine zweite heißt War. Und ja, auf welchen Namen will ich da bitte hinaus? Ah, Deutsch versagt. Also heute versagt bei mir alles. Bei mir versagt ist in letzter Zeit Englisch versagen. Ja, deutsche Grammatik versagt bei mir schon wieder. Wie viele Themapunkte habe ich eigentlich? Das würde mich jetzt interessieren. Ja. So. Thema-Info. Check your info. 309. Ich glaube, ich brauche 600 für die nächste Sache. Ja. Falls es jetzt einer von euch spielt, wäre ich glücklich, wenn man mir sagen würde, wenn man das mit diesen Digi-Eiern da macht und alles. Weil mit dieser Digi-Eier-Galaxie, Galerie, nicht Galaxie, ah, so zu viel Let's Play Super Mario Galaxy geguckt. Den zweiten Teil halt. Dings, falls mir einer mit der Digi-Eier-Galerie sagen kann, wie man Digi-Eier bekommt, würde mich wirklich freuen, da ich das jetzt eigentlich nicht weiß. Und irgendwo wollte ich hin. Ich muss Phil suchen. Stimmt, Phil. Und kann ich irgendwo Neues hin? Training Peak, Data Forest, Training Peak. Nein. Okay, also müssen wir doch mit den ganzen Leuten suchen. Reden, nicht suchen. Blablabla. Oh nein, nicht nochmal mit dir quasseln. Möchte ich nicht. Wir quasseln jetzt mit dir. Hallo, Andromon, dreh dich um. Phil, ihr meint den Digimon-Untersucher? Er ist immer außen auf dem Feld. Ich bin mir sicher, er ist irgendwo hier außen. Ja, wo außen bloß? Das wollen wir ja wissen. So, und wir reden jetzt mal mit jemandem, der hier drin ist. Eine Person. Aber nein, wir reden nicht mit diesen Lagerverkäufern. Wer hat das immer wieder gesagt mit dem Numenmon war das, glaube ich. Was muss ich tun, um was muss ich tun, damit jeder Numemons Dings Größe erkennt? Da, Numemon. Ich kann nicht mal schlafen, ohne über es zu denken. Ich weiß nicht, was ihr Problem ist. Wer Numemon kennt, weiß, wie es aussieht, und sie ist ein riesen Fan davon. Ja, ich bin ein Bronze-Tamer, nicht schlecht. Er will versuchen, näher ranzukommen. Reden wir doch gleich mal mit dir. Ich bin mir nicht sicher wo er ist, aber seine Schwester Ellie könnte etwas wissen. Weißt du, wo Ellie ist? Ich bin mir nicht sicher, aber warte. Ich habe gerade Biomon gesehen, ihr Digimon-Partner. So könnte sie in der Nähe von DigiCentral sein. Okay, danke, ich suche nach ihr. Also dürfen wir jetzt die kleine Schwester von Phil suchen. Mit dem Namen Ellie. Ja, das heißt wieder durch die Stadt laufen, suchen und alles Mögliche. Ja, also, wir machen uns jetzt auf der Suche nach Biomon. Also, sagen wir mal so, ich habe bis hier in die Nähe gespielt. Also, bis zum nächsten Rang. Da habe ich eigentlich, ja. Aha, da ist es.
Sagen wir so, bis zum nächsten Rang, da habe ich die Aufgabe angefangen, alles, aber nicht zu Ende gebracht. Bist du Alice Demon? Ja, das bin ich. Ich bin Peori, ein Biomon. Wer hätte das gedacht? Musst du mit Ellie reden? Ja, bin ich auf der Suche nach Phil. Boah, Englisch versagt. Oh, ist das so? Das ist zu schade. Ellie ist gerade weg und sucht nach Phil, weil sie wissen könnte, wo er ist. Dann, warum bist du hier? Da frage ich mich auch. Phil könnte zurückkehren, richtig? So bin ich hier stehen geblieben, nur für den Notfall. Oh, ich sehe, ich verstehe es. Es macht zwar keinen Sinn. Und, weißt du, wo Ellie hin ist? Ich glaube, dass sie zu Steamy Jungle gelaufen ist. Ich sende dir die Adresse im Notfall. Ja, danke dir. Also, ich werde jetzt die ganzen Orte da nicht übersetzen oder so, sowas wie Steamy Jungle oder so, weil das ist halt Name, brauche ich nicht übersetzen. Ist so und bleibt so. Ich habe die Adresse für Steamy Jungle. Ja, ach komm, nee, jetzt kommt so ein Kalumon-Bericht. Sie können öfters auch wirklich ankotzen. Ganz ehrlich. Und ich weiß sowieso, dass ich da gar keine Digimon habe, dass da eigentlich nichts passiert. Meine Trainingssachen werden höchstens Level raufkommen, wenn nicht. Aber das brauche ich nicht wirklich wissen. Ja. Ah, eine Beast Farm. Oben kann man schon sehen, wie sie aussieht. Ich bin ehrlich, ich hatte noch nie eine Beast Farm. Nie. Und ja, ich weiß auch nicht, welche Farm ich mir als nächstes dann hole. Ja, und wir gehen jetzt einfach mal weiter zu Steamy Jungle. Wenn er jetzt endlich mal hier drauf gehen würde, Mensch. Das ist schon fast Jahre, ey. Und Steamy Jungle. Hier kommt auch ein Digimon vor, das wahrscheinlich jeder kennen würde, der die Serie gesehen hat. Zumindest die Serie, wo Black Wargreymon aufgetaucht ist. Aha, kleiner Spoiler. Okay, hier sind aber auch viele Digimon aufgetaucht. Also kann ich es auch ruhig sagen. Diesen kleinen, winzigen Spoiler hier. Weil er sowieso niemandem irgendwas sagen wird. Weil ich nicht wirklich glaube, dass viele jetzt Digimon sehen. Oder angeguckt haben. Ja. Und ja. Boah. Bin müde. Hab zumindest nicht geschlafen. Lach. Und ein Wurmmon und ein Floramon. Oh nein. Ich weiß nicht mehr, wo mein alten Spielstand. Nette Dinger. Herrlich. Ja. Meine Güte, ich höre die Musik von Kirchweih, die bei uns ist. Ja, bei uns ist eine Kirchweih. Oder Kerber, wie man es schön sagt. Und ich höre es leider. Stört dabei, da dann nicht genau die Musik kommt, die ich höre. Und ich merke, dass mir die Zeit zu Ende geht. Meine Güte, was ist denn das für ein Mist? Heute fliegt die Zeit hier wie alles. Ja, dann sage ich jetzt einfach mal, ja, ich bin Shazam und bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen.